Hier drüben. Hier drüben. Freut mich, dass du es hier geschafft hast. Ja. Da ist irgendwo dort. Im Internierungsbereich. Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen. Lass uns gehen. Lasst uns gehen. Und nie mehr wiedersehen. Aber jetzt sind wir wieder im alten Nova Prospekt. Wir waren gerade eben im neuen. Jetzt sind wir wieder im alten. Ein Stuhl, der fährt. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Votegond gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Tolle Übersetzung. Eigentlich denke ich mal, befreit. Oder wird ein Votegond befreit. Ich denke mal, die hatten Catch als Verb genommen. Ich habe es leider nicht auf Englisch gespielt. Ich vermute mal, dass es Catch das Wort ist. Und das heißt, glaube ich, auch fangen. Ja, hätte ich mal befreit genommen. Klingt logischer. Achtung. Wie Achtung? Hier ist noch nix. Oh. Direkt wieder die Vorräte weg. Ja gut. Hier drüben. Damit komme ich ins Sicherheitssystem. Jetzt ja? Zu meinem Vater. Oh mein Gott. Oh. Die armen Leute. Die leben noch? Da. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Wiep, wiep. Da! Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Ah, das ist er. Okay. Ich glaube, ich nehme direkt mal die volle Bandbreite an IP hier. Ha, geschafft! Mir nach. Das war notwendig. Aber gelöst. Komm schon. Nee. Mache ich jetzt nicht. Er sollte da drin sein. Muss das nur aufkriegen. Doch, das ist einfach hier Brecheisen. Och, Ball. Gleich wieder den Ball wieder rein. Das geht super. Hey. Wie, wo, was? Hä? Ah. Nerven. Gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Jo, mach mal. Ellie. Alex, Gordon. Bist das wirklich du? Wie habt ihr mich gefunden? Dad, alles okay? Mir geht's gut, aber ihr? Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht, schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Ende. Wir müssen auch Judith retten. Keine Sorge, Dad, wir finden sie. Jetzt schicke ich dich erstmal zur Teleporterkammer. Das ist kein Lebwohl, Dad. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja. Jo. Lass uns gehen. Auch nicht die Leute so einzusperren. Ja gut. Hier drüben. Ich finde diese Tür noch richtig geil. Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück und versuche, über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst.
Mhm. Hier, pass auf dich auf. Ja. Und schon wieder bin ich allein. Ich habe gespeichert. Oh, guck mal. Ich habe keine Handgranaten. Das ist irgendwie schade. Habe ich die Treff? Los. Ha, es klappt. Mal sehen, ob ich dir den Weg freiräumen kann. Sieh dich auch nach Dr. Mossman um. Ich bringe Dad so weit wie möglich durch das Gefängnis, dann komme ich nach. Ich hasse diese Dinger. So. Wer kommt rüber weg? Tür zu. Mach die Tür auf. Bitte. Moment. Mal sehen, ob ich das Tor nicht irgendwie aufbekomme. Danke. Okay, geschafft. So, hier ist ein Lambda. Ne? Wie habe ich ein Lambda in Erinnerung gerade? Ah, scheint wohl falsch zu sein. Das haben wir gleich auf. Na toll. Kaputt. Echt? Ich hab eine Idee. Ich auch. Geh zurück ins Büro. Ist wie? Hä? Büro? Okay. Da ist das Lambda. Hä? Wo ist mein Licht? Geh zurück ins Büro, Gordon. Ja, hä? Lambda ist wichtiger. Trinken ist wichtiger. Dinge noch funktionieren? Den Plänen nach sollte hinter den Regalen ein Luftschacht sein. Meinst du die Regale? Das sind Schränke. Ja, Tatsache. Ich lade mal die Hilfsenergie auf, weil ich weiß nicht, was auf der anderen Seite ist. Jetzt kann ich Granaten gebrauchen. Ich hoffe, ich habe welche eingesammelt. Das habe ich schon fast gedacht. Mann, ist das unfair gewesen. Vorsicht, Gordon, da sind ziemlich viele Kombansensoren in dem Gebiet vor uns. Ich habe keine Granaten. Schade. Na toll. Das Ding auszulösen ist kein Problem. Also das mache ich mit der Tonne. Glück gehabt, das hätte auch schief gehen können. Ich kümmere mich um das Tor. Ja, mach mal. Sekunde. Shotgun-Muni. Okay, ich habe Shotgun-Muni. Und jetzt kriege ich Granaten. Oh, schau auf den Bildschirm. Ah.
Oh, das war nicht gut. Ich habe 3/4 meines Lebens verloren. Ja, ich habe gespeichert, aber ich glaube, es gab ein Autosave in Ehre. Ich hoffe, ich kriege Leben. Ach, die waren mehr als rot. Das hat weh getan, das hat weh getan. Jetzt brauche ich mehr Zeug. Ich habe ja mehr verschwendet eigentlich. Mit 39 Leben komme ich nicht weit. Ja, die Idee hatte ich auch. Bessere Idee ist so. Granaten. Wiederhole, Sektor überrannt. Los, verschwinden. Das lief besser. Leben und ich lebe immer noch. Irgendwas ist hier falsch. Hier liegen extra viele Granaten für diese Attacke. Hm. Und die Dosen, wo aufgestanden sind. Dosen. Ich nenne es Dosen. Hier war Strom, aber da war keine Muni. Das finde ich echt schade. Kein Leben. Nicht? Wusste ich doch. Das waren die, die man hier hintersehen konnte. Ich glaube, die konnte man von hier aus mal sehen. Da hinten waren wir. So. Eine Ladezone. Sehr kurze. Da ist jetzt noch ein Kontrollraum vor dir. Scheint immer noch besetzt zu sein. Und das mit 39 Leben, ey, scheiße. Alter, haben die einen Bums drauf. Muss ich anders lösen. Zieh dich um. Oh shit. Lass die Türme aktiv. Halt durch, bis ich es geschafft habe.
Geht doch nicht haben. Das hier. Ist vielleicht besser. Das ist noch nicht alles gewesen, da kommt noch mehr. Sonn, die Fliegen fangen hier. Lalalalala. Ah, shit. Bitte Hubschrauber senden, habt ihr es gehört? Bitte Hubschrauber senden. Was? Die stehen so weit ganz gut. Ich bin gleich bei dir, Gordon. Oh, das hat war schon. Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Ich dachte, das wird irgendwie härter. Naja. Ist vielleicht auch besser so.